Hallo ihr Lieben, vom Joggen mit meiner Tochter Laia, die gerade schläft und ich bin gerade total inspiriert und muss unbedingt dieses Video mit dir teilen. In dem Video geht es darum, wie du jetzt deine volle Kraft entfaltest, Verantwortung übernimmst und dein Business zum Erfolg führst. Und Business, es geht nicht nur ums Business, es geht auch um dein Leben. Denn lass mich gleich schon mal mit dem wichtigsten Punkt anfangen. 80% deiner inneren Einstellung, deiner Psychologie, wie du aufgebaut bist, wie du denkst, wie du fühlst, wie du handelst, was dein grundsätzlicher emotionaler Seinszustand ist, bestimmt, ob du erfolgreich im Leben bist oder nicht. Gerade mal 20% ist Umsetzung, Strategie, ist Technik, Technologie, Nachdenken, Mechaniken, das Technische an diesem Ganzen. Denn wie du dich fühlst, wie du innerlich über die Sachen denkst, bestimmt immer, wie du Herausforderungen begegnest, ob du sie meisterst, ob du es schaffst, wirklich über dich hinauszuwachsen oder ob du daran scheiterst und vor deinen Ängsten zurückschreckst und stehen bleibst. Ja, denn das Mindset der Gewinner bedeutet nicht, dass sie keine Angst haben, bedeutet auch nicht, dass sie scheitern und ihr Business mal in den Sand setzen, fahren. Dass sie Schwierigkeiten haben bei den volatilen Entwicklungen am Markt. Nein, das Mindset ist, dass diese Erscheinungen da draußen sie immer nur dazu einladen, noch mehr über sich selbst hinauszuwachsen und immer eine Lösung zu finden, immer proaktiv daran zu arbeiten, dass das, was sie bewegt, dass das, was sie leben wollen, dass das, was sie in die Welt bringen wollen, so oder so auch in die Welt findet und alle Erscheinungen da draußen nur eine Einladung sind, noch stärker, noch kraftvoller und noch mehr über sich selbst hinauszuwachsen und Lösungen zu finden. Yes? Also zieh dir das mal rein, je nachdem, wo du gerade stehst. Wenn du gerade in einer schwierigen Lage bist, mit deinem Business, mit deinem Leben, in deinen intimen Liebesbeziehungen, du bist gerade in einer Phase, in der es nicht so gut läuft. Ja, die gibt es, das ist wichtig. Wachstum in der Natur ist niemals geradlinig. Wachstum, schau mal hier die Bäume. Ja, es strebt nach oben, aber es gibt Abzweigungen. Es gibt, schau mal da drüben, ganz spannend, ja. Der da. Ja, es gibt Kurven, es gibt Verstrickungen, es gibt Abwege, die wir wandern. Das gehört dazu, das ist wichtig. Nur, ob du weitermachst, ob du lernst, ob du wächst, ob du dich damit auseinandersetzt und immer weiter gehst, ob du wirklich in Bewegung kommst, ob du die Dinge anpackst, anstatt nur passiv da zu sitzen und zu warten, dass der Messias kommt und dabei selber mit schlechten Gewohnheiten dich selbst sabotierst, ja, das ist deine Wahl. Das ist deine Wahl und ich empfehle dir definitiv, dir ein gesundes, positives Mindset zu entwickeln, einen bewussten Umgang mit deinen Gewohnheiten, mit dir selbst und wirklich auf allen Ebenen deines Seins Klarheit, innere Führung, Stärke und Bewusstsein zu erlangen. Das ist der größte Hebel, den du in deinem Leben für dich entwickeln und befreien kannst. Ja. In unserem Programm, zum Beispiel im Transformationsprogramm, geht es genau darum, dass du innerlich dieses Mindset entwickelst, dass du für dich eine Haltung ja, generierst, wirklich eine Haltung befreist, in der du all deine Herausforderungen positiv als Einladung noch mehr über dich hinauszugehen siehst. Das bedeutet nicht, dass du dich auch mal beschissen fühlst. Ja? Dass du merkst, boah, es ist gerade anstrengend und es ist schwierig und die Menschen und die Leute. Und ja, wir haben gerade in unserer Wirtschaft beispielsweise, haben wir eine Phase der Inflation, der Rezession. Menschen haben Angst, Konsumenten zögern und warten und überlegen sich ganz genau, in was sie ihr Geld investieren. Ja? Das ist anders, als wenn Wirtschaft floriert, viel Bereitschaft, Vertrauen und Interesse und der Gesellschaft der Menschen da ist, sodass leichter einfach in Dienstleistungen und Produkte investiert wird. Das ist aktuell nicht so. Nur, wer es jetzt schafft, genau da, wo du bist, unter widrigen Umständen, in Schwierigkeiten, wirklich Lösungen zu finden und das eigene Leben und das Business zum Erfolg zu führen, der kann es überall. Hör auf mit diesem, irgendwo anders ist besser. Hör auf mit diesem, wenn du jetzt dahin gehst und dort verändert sich dein Leben? Ja, jede Umgebung natürlich hat Einfluss. Und wenn du jetzt die ganze Zeit in einem Umfeld bist, in der negativ gedacht wird, dann hast du es ganz besonders schwer. Aber was, wenn du es dort schaffst? Wenn du dich durchsetzt, wenn du dich abgrenzt und trotzdem deinen Weg gehst? Was, wenn du dich nicht mehr unterkriegen lässt? Was, wenn du
dich nicht mehr kleinreden lässt und deine Verantwortung übernimmst, mehrere Unternehmen gleichzeitig gründest. Ja. Marketing, Sales, Vertrieb, Verkauf, authentisch, auf Wahrheit, Herz und Führung beruht. Ja. Du bist doch nicht dazu bestimmt, weiter irgendwelche kleinen Geschichten aufrechtzuerhalten, die du selber nicht fühlst. Ja? Stattdessen sorge dafür, dass du selbst, deine Liebsten und die Menschen aktuell davon profitieren, was du in die Welt bringst. Ja? Sorge für gesunde Finanzen, sorge für Gesundheit, für Bewusstsein, für Bewegung, für Fitness, für Miteinander, für Gestaltung, für gesunde Kommunikation, für effektive, klare Ausrichtungsstrategie. Es gibt so viele Geschäftsfelder, die du jetzt betreten kannst, um dort den Markt völlig neu zu bestimmen und aufzuräumen. Ja? Die größten Unternehmen, IBM, Enterprise, Autovermietung, Airbnb und viele weitere haben sich damals gegründet in Zeiten von Rezession. Warum also wartest du darauf, dass irgendwas Tolles noch passiert, sodass du endlich loslegen kannst? Vergiss es. Mach jetzt. Starte jetzt. Nutze jetzt die Chance. Lege jetzt los. Ja, setze jetzt um. Und zögere nicht, auf den richtigen Moment zu warten. Er wird nicht kommen. Ja? Du wirst Fehler machen. Du wirst scheitern. Und das ist gut, weil du daraus lernst, noch stärker zu werden, über dich selbst hinauszugehen und die nächste Stufe deiner Entwicklung und somit auch des Erfolges in deinem Business zu entwickeln. Ja. Ich selbst mit meinem Coaching-Business bin jetzt seit über 7 Jahren am Markt, seit über 16 Jahren im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, hunderte Workshops gegeben, tausende Kunden begleitet. Bin ich in der Zeit gescheitert und hatte ich Angst? Tausende Male bin ich gestorben. Tausende Male bin ich immer wieder eingeknickt. Dann habe ich gefragt, was mache ich hier? Ist das richtig? Ist das falsch? Aber ich bin immer wieder aufgestanden. Ich habe immer wieder gesagt, nein, das ist es. Ich mache hier weiter, ich lerne, ich wachse. Sodass wir heute ein florierendes Business haben, 5- bis 6-stellig monatliche Umsätze generieren. Ja, das ist super krass, was hier abgeht. Wir stehen noch ganz am Anfang, ein Team entwickelt sich. Wir gründen weitere Unternehmen, Marketing, Sales, Vertrieb, Gesundheit. Es gibt multiple Kooperationen in verschiedenen Sektoren, die gerade entstehen, sodass wir hier ein Ökosystem, ein Kosmos, ein kleines Universum, was zu einem großen vorbestimmt ist, kreieren, in dem wir unsere Kunden ganzheitliche Erfolge, Entwicklungen, Sicherheiten und Möglichkeiten bieten, die wir definitiv garantieren können. Ja, das heißt, hier wird ein ganzheitliches System kreiert, in dem es für dich möglich ist, wirklich auf allen Ebenen, ich sag's nochmal, auf allen Ebenen Wachstum zu erlangen. Und wir stehen da auch noch ganz am Anfang. Ja? Und wie geil ist es, einfach zu merken, dass es funktioniert. Mir hat damals niemand gezeigt, wie man ein gutes Unternehmen führt. Ich habe es einfach gemacht. Ich hatte keinen Plan. Ich war blutiger Anfänger. Ich konnte überhaupt nicht verkaufen. Ich wusste, ich bin ein guter Coach. Ich kann Menschen gut zuhören. Ich kann Potenziale erkennen und befreien. Ich kann Menschen ermutigen und motivieren. Ja, aber wie macht man das jetzt? Wie stellt man die richtigen Fragen? Wie wende ich die Methoden an, die wirklich Menschen ermächtigen? Das ist eine jahrelange Reise gewesen. Hat mich das aufgehalten, dass ich Sachen nicht wusste? Nein, und das sollte es dich auch nicht, egal wovon du träumst. Und gerade jetzt, ich betone das nochmal, jetzt ist der Moment. Jetzt ist der beste Moment, um dich von allen anderen zu unterscheiden. Und nicht mehr darauf zu warten, dass irgendjemand kommt, was passiert oder du einfach die ganze Energie, die in dir drin steckt, abgibst, sondern du sie aus dir selbst heraus befreist. Und einer der wichtigsten Punkte daran ist Kraft, Energie, Bewegung. Ja? Komm in Bewegung, setz um, tu es, melde dich, gründe dein Business. Ja? Sorg für Gesundheit, gute Lebensmittel, Ernährung, Sport, Fitness. Leg dein Telefon beiseite und hör auf mit dem Doomscrolling. Also ständig zu konsumieren und Social Media durchzuscrollen und dich mit Dopaminüberschuss ständig gefangen zu halten in der Schleife des Nichtstuns, sondern leg es beiseite und kreiere. Ja, kreiere, kreiere, kreiere. Mach, 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 tu es und entwickle ein Mindset, in dem du immer jede Herausforderung als große Chance für deine Entwicklung siehst. Yes? Wenn dir das gefällt und du Bock hast, wirklich Gas zu geben, also so richtig Gas zu geben, deine Kräfte zu entfalten, die richtige Begleitung, ich habe die damals nicht gehabt, dir an deiner Seite wünschst, Menschen, die mit dir gemeinsam den Weg gehen, die dich pushen, die dich anfahren,
die dich konfrontieren, die dir auch mal richtig schön in den A treten, ja? Liebevoll natürlich, ja? Die dich an die Hand nehmen, die gemeinsam mit dir was ganz Großes schaffen, dann melde dich bei uns, ja? Du findest hier in der Beschreibung, findest du den Link zu meiner Website. Da kannst du dich für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Wir schauen, was wir dir bieten können. Wir haben viele Möglichkeiten von 1:1 Premium, dann für You-Dienstleistungen, indem wir dein ganzes Marketing und Sales, indem wir gemeinsam mit der Akquise dein Angebot, dein Coaching-Business, dein Unternehmen digitalisieren, an die Spitze bringen, automatisieren und gemeinsam mit dir einfach dein Herzensbusiness wirklich an die Spitze des Marktes führen. Es gibt Transformationsprogramme für deine persönliche Entwicklung, sowohl 1:1 als in der Gruppe und vieles mehr. Workshops, Vorträge, Veranstaltungen, ja, und vieles mehr. Ja. Du setzt den ersten Schritt. Es geht darum, dass du dir vertraust, dass du in die Umsetzung kommst. Wir sind deine Begleiter. In diesem Sinne, viel Spaß mit dir, deinem Leben, deinem Business, den ganzen Herausforderungen, die da sind. Komm ins Jetzt, komm ins Tun, komm in die Umsetzung. Und let's go. Gib mir ein Like, wenn dir das Video gefallen hat. Vergiss nicht, meinen Kanal zu folgen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.